Herzlich willkommen zurück, alle miteinander. Wir starten jetzt gleich zusammen ins letzte Drittel sozusagen der heutigen Kritiken der Weltlagen des Kapitalismus. Feministische Perspektiven auf kapitalistische Weltlagen beziehungsweise auf die Verknüpfungen und Intersektionen von Patriarchalismus und Kapitalismus stehen heute Nachmittag im Fokus. Dabei werden wir einerseits bestimmte Themen und Perspektiven aus unseren Diskussionen des heutigen Tages über politische Ökonomie, über Postkolonialismus aufnehmen und feministisch wenden oder auch weiterspinnen. Andererseits aber auch zum Teil mit sehr grundlegenden feministischen Einsprüchen konfrontieren und an feministischen Ansprüchen auf eine gerechtere Zukunft messen. Das heißt, wir machen die Sache heute Nachmittag noch ein bisschen komplizierter. Mein Name ist Uta Ruppert. Ich bin Gesellschaftswissenschaftlerin an der Frankfurter Universität, befasse mich dort vorzugsweise in feministischer Perspektive mit Politiken der Süd-Süd, der Süd-Nord und der Weltverhältnisse. Und in genau der Funktion kooperiere ich seit vielen Jahren in verschiedenen Formen und in verschiedenen Formaten sehr gerne mit Medico. Heute hier zu sitzen ist an sich schon ein Privileg. Ich habe nämlich echte Menschen um mich herum und das an sich ist ein Vergnügen. Rita Segado, die Rednerin des heutigen Nachmittags anzukündigen und anschließend das Forum mit ihr und Eva Redegger zu moderieren, das ist mir allerdings sowas wie eine ganz echte linksfeministische Ehre, wenn ich das mal so sagen darf. Und ich freue mich sehr auf unsere nächsten anderthalb Stunden. Rita Segado, una muy cálida bienvenida, querida Rita. Liebe Rita, herzlich willkommen. Wichtigsten öffentlichen Intellektuellen Südamerikas. Sie ist als eine solche Intellektuelle eng mit den emanzipatorischen, feministischen und indigenen südamerikanischen Bewegungen verbunden. Und ihre Stimme hat ebenso für die wissenschaftlichen wie eben für die ganz breiten öffentlichen Diskurse ein großes Gewicht. Sie hat einen maßgeblichen Anteil an der öffentlichen Debatte über die Wirkkraft der feministischen Massenbewegungen in den südlichen Amerikas. Und so hat zum Beispiel nicht zuletzt das chilenische Kollektiv La Tesis mit seiner mittlerweile überall in der Welt bekannten Performance El Violador Eres Tú sich deutlich auf ihre Arbeiten bezogen. Wissenschaftlich hat Rita Segado jahrzehntelang sehr erfolgreich als Professorin der Anthropologie vor allem in Brasilien gearbeitet, wobei ihr thematischer Fokus vor allem auf den Verbindungen und Verknüpfungen von vergeschlechtlichter Gewalt, Rassismus und Kolonialismus lag und liegt. Sie hat eine ganz lange Liste von Veröffentlichungen vorzuweisen, darunter eine Vielzahl von Buchveröffentlichungen, in denen es auf verschiedenste Weise um Gender und Gewalt, um Krieg gegen die Frauen, aber auch um die Dekolonisierung des analytischen Denkens und der Universitäten geht. Eines ihrer letzten Werke aus dem Jahr 2018 wird im Mai bei uns in Deutschland unter dem Titel Wieder die Grausamkeit im Mandelbaum Verlag in Wien erscheinen. Der Originaltitel heißt eher, also sowas wie die Konterpädagogik der Grausamkeit. Wieder die Grausamkeit auf Deutsch. Im Mai ist es bei uns verfügbar. Der Untertitel des Buches Für einen feministischen und dekolonialen Weg verweist wiederum auf die Zusammenhänge ihrer Kritik der Gewalt der Unterwerfung, ihrer Kapitalismuskritik und ihrem Denken in feministischen Auswegen in die Zukunft. Wir sind absolut gespannt auf den Ausschnitt ihrer aktuellen Überlegungen, den sie uns jetzt präsentieren wird. Querida Rita, bienvenida de nuevo y la palabra. Liebe Rita, du hast das Wort. Ich werde hier mal erst die deutsche Verdolmetschung abschalten. Muss mal kurz gucken. Wo ist es? Entschuldigung. Schönen guten Tag.
guten Nachmittag, wie auch immer, an alle, die dabei sind jedenfalls. Und normalerweise ist das nicht meine Angewohnheit, aber ich habe einen Text vorbereitet, den ich gerne verlesen möchte. Der Titel ist auf Englisch The Risk is Unreal oder Das Risiko des Irrealen. Ich trage vor. David Leonhardt berichtet in der New York Times von gestern, also am 12. Februar 2021, dass die Universität von Berkeley strengere Maßnahmen ergriffen hat, um mögliche Covid-Ansteckungen zu verhindern. So wird körperliche Betätigung im Freien auch mit Maske verboten. Und zur Begründung gibt es den folgenden Satz: The risk is real. Ich möchte diese Aussage, the risk is real, das Risiko ist real, und ihre Notwendigkeit analysieren. Eine klassische freudsche Verleugnung. Man muss den Satz, das Risiko ist real, mit Nachdruck aussprechen, weil für viele das Risiko eben nicht real ist, wie der Satz und der Nachdruck zeigen. Der Satz setzt voraus, was ich bei dieser Konferenz beleuchten möchte, den dummen Unglauben an den Tod, der die Mentalität unserer Zeit prägt. Eigenschaften der Pandemie. Die Pandemie, die über uns gekommen ist und unsere Überzeugungen erschüttert, die unsere Weltanschauung erschüttert, welche unsere Psyche und unsere Wahrnehmung prägt, unterscheidet sich von früheren Pandemien, weil sie zwei Eigenschaften miteinander verbindet. Die Ansteckung ist nicht geografisch begrenzt. Die Pandemie ist universell. Sie zeigt, dass wir letztlich alle verletzlich sind, dass die Bedrohung weit verbreitet ist. Natürlich kaufen Länder mit ihrem Reichtum Impfstoffe und kaufen Menschen mit ihrem Vermögen die Möglichkeit, sich zu isolieren und hochwertige Mittel zur Behandlung der Krankheit zu haben. Trotzdem zeichnet sich diese Pandemie dadurch aus, dass sie nicht vorrangig eine Region betroffen hat, wie zum Beispiel Ebola oder Malaria. Und auch nicht eine bestimmte Gruppe, wie HIV/AIDS. Die mächtigste Nation der Welt wurde am härtesten getroffen. Wir wissen warum, aber das ist nun heute nicht das Thema, das wir besprechen möchten. Der reichste und hinsichtlich der Gesundheitsversorgung demokratischste Kontinent hat viele Menschenleben verloren. Berühmte, mächtige, reiche und angesehene Persönlichkeiten haben sich angesteckt. Einige sind nicht zurückgekommen. Die Pandemie hat gezeigt, dass politische Grenzen keine biologischen Grenzen sind. Und sie wird das auch weiterhin zeigen. Trotz der sogenannten Impfstoff-Apartheid. Denn in Nationen ohne Impfstoffe kann das Virus dort mutieren, wo kein Schutz besteht und kann zurückkehren. Die Pandemie fällt in eine Zeit, in der das, was ich an anderer Stelle als westlichen Kontrollzwang bezeichnet habe, einen Höhepunkt erreicht hatte. Die Missachtung der Zeit, der Unglaube an die Geschichtlichkeit alles Existierenden, der kartesianische Extremismus, der Glaube, dass so wie der Kopf außerhalb der Res extensa liegt, der Mensch außerhalb seiner ökologischen Nische liegt und von diesem Außen aus die ultimative Kontrolle über die Geschichte aller Lebewesen und damit über das Leben selbst ausübt. Die Pandemie trifft einen Menschen, im Unterschied zu früheren Pandemien, der aus dem Leben ausgebürgert ist, in einem selbst auferlegten Exil vor dem unweigerlich erratischen Lauf des Lebens. So hebt sie alle Unbestimmtheit und alle Unsicherheit auf. Die Verbindung dieser beiden Merkmale des aktuellen Pandemieereignisses destabilisiert die Grundannahmen unserer Zeit. Sie sind Teil des großen Scanners, der in Form einer Pandemie über die Welt fliegt und seine verborgene Struktur, sein Skelett zeigt.
Diese Merkmale sind sowas wie ein Hineinbrechen des Realen. Es zersetzt die Allmachtsfantasie, die dem apokalyptischen finalen Kapitalismus unserer Zeit zu eigen ist. Sie könnten zu einem Reset, einem Neustart führen. Aber wir haben im System selbst das Gegenmittel. Ein Gegenmittel gegen diese revolutionäre Fähigkeit, die die Pandemie aufweist. Das liegt selbst in unserem System. Der fatale Unglauben an unser Sterben. Einige Aspekte der Pandemie selbst ermöglichen es uns, uns davon zu distanzieren und abzuschirmen, dass das Leben immerzu in einem Niedergang ist. Wir erfahren dies über den Fernseher, durch die Medien, auf virtuellen Kanälen. Anders als bei allen vorangegangenen Epidemien sehen wir niemanden sterben. Der Tod lässt sich kaum in der bildenden Kunst darstellen. Er ist nicht bildhaft, man kann ihn nicht mit Statuen darstellen. Der Prozess des Sterbens wird nicht in Bildern festgehalten, die die Zeit überdauern werden, wie es ja bei den klassischen Plagen der Vergangenheit der Fall war. Wir sehen den Tod nicht in leidenden, befleckten, wunden Körpern ankommen. Unser Blick fällt nicht auf Leichen, die von Schmerz und Krankheit entstellt sind. Wir sehen nur aseptische Krankenhauseinrichtungen und Kranke, die an Maschinen angeschlossen und von Plastikwänden abgeschirmt sind. Distanz. Auf den Friedhöfen sehen wir höchstens Särge oder Grabkreuze. Es betrifft uns auch in einer Zeit, in der das Virtuelle die Kommunikation übernommen hat und sich diese sogar zunutze macht, damit viele von uns arbeiten können. Virtualität ist zum Zwang geworden. Schon vor 25 Jahren, 1995, als die sogenannten Chatrooms gerade mal erfunden worden waren, da habe ich einige Monate damit verbracht, dort den Austausch über ein scheinbar harmloses Thema zu beobachten, die Religion. Ich kam zu dem Schluss, dass das Virtuelle schädlich ist für die Geselligkeit. Die Interaktionen, die ich in dieser frühen Phase der Virtualität beobachtete, offenbarten den allmächtigen Charakter des zeitgenössischen Subjekts und Internetnutzers und sein Teleskopieren, also seine Fähigkeit, von Ferne auf etwas zu blicken. Meiner Analyse nach erzeugt die Möglichkeit, so zu tun, als ob der Körper im Cyberspace diskursiv erfunden werden kann, zu einem Gefühl der Allmacht und steigert die Aggressivität der Subjekte. Dieses zeitgenössische Symptom, so schloss ich in jenem Text, resultiert aus der Anmaßung der Gesprächspartner im Cyberspace, sich zu äußern, als gäbe es den Körper nicht. Hier zeigt sich eine Besonderheit des zeitgenössischen westlichen Subjekts, das eine Affinität zu bestimmten Technologien in Kommunikation und Kriegsführung hat, die es ihnen erleichtern, vorzugeben, dass sie die Grenzen nicht spüren. Dass sie vorgeben können, die Grenzen nicht zu spüren, die ihnen die Stofflichkeit ihres eigenen Körpers oder den Körpern anderer auferlegt. Denn der Körper ist das erste andere, die erste Erfahrung der Grenze, die erste Szene der Unvollständigkeit und des Mangels. Wenn diese Grenze ausgeschlossen wird, und das wird durch ein technisches Gerät noch potenziert, dann hören die anderen Formen des Andersseins auf. Die Grenze zu bilden, die das Subjekt braucht, um sich buchstäblich als soziales Subjekt zu bezeichnen. Wir sind mit einer regressiven Realität konfrontiert, eine Folge der narzisstischen Fantasie der Vollständigkeit und der Weigerung, sich selbst als entmannt zu erkennen, begrenzt durch die Stofflichkeit, die eigentliche Messlatte der Endlichkeit. Ein Körper, der nur in der Fantasie existiert, als Schöpfung eines allmächtigen Egos und übergroßen Egos, kann nicht als sterblicher Körper angesehen werden. Wir nähern uns damit einer weiteren Dimension der Gegenwart, die ich als Pädagogik der Grausamkeit bezeichnet habe. Diese Idee, die von vielen als bloße
Steigerung von Gewalt gegen Frauen oder die heutige Allgegenwart von grausamen Szenen missverstanden wird, hat eine andere und präzisere Grundlage. Und vor allem hat sie eine Geschichte. Die Geschichte des Kontinents, der sich den gierigen Blicken der Eroberer als anzueignendes Territorium präsentierte. So erscheint die Welt als Ding, als ein Objekt, das man sich nimmt und einverleibt. Und die Pädagogik der Grausamkeit ist nichts anderes als alle Handlungen, die uns daran gewöhnen, das Leben zu einem Ding zu machen, es als Ding wahrzunehmen und zu behandeln. Das Naturding, das Körperding. So wird die Welt als besitzbare Welt gelernt. So kommt man in einer Jetztzeit an, in der der Begriff der Ungleichheit zu kurz springt. Denn es geht um Besitz. Mit anderen Worten, die Pädagogik der Grausamkeit modelliert die Subjektivität, um sie in einer psychopathischen Persönlichkeitsstruktur gefangen zu halten. Das heißt, einer Persönlichkeit mit sehr geringer Bindungsfähigkeit, denn wir binden uns ja nicht an Dinge. Es sei denn, es ist eine Prothese für uns selbst, mit der wir uns selbst bestätigen. Die psychopathische Modellierung der Sensibilität erschafft die modale Persönlichkeit unserer Zeit, weil sie so nützlich ist für das historische Projekt des Kapitals in seiner gegenwärtigen Phase. Darum kann man sagen, dass die Pädagogik der Grausamkeit uns darauf programmiert, die Schwelle der Sensibilität für das Leiden der anderen zu senken. Dinge leiden nicht und sterben nicht. Sie veraltern. Dinge besitzt, benutzt, konsumiert man. So, dass nur noch Reste und Abfall übrig bleiben, die nicht in Begräbnisritualen geehrte Leichen sind, sondern Überbleibsel des Konsums, die auf Müllhalden landen. Am genauesten zeigt sich der Effekt der Persönlichkeitsprogrammierung durch die Pädagogik der Grausamkeit in den Auswirkungen auf das Leben von Frauen und Kindern, Jungen und Mädchen, in Vergewaltigung, Pädophilie, im Begrapschen von Körpern, im perversen Ausloten von Grenzen, in Ciudad Juárez, Ayotzinapa und in den Frauenmorden, die überall auf unserem Kontinent der Eroberung und Reifikation zunehmen. Das ist nicht der Tod, das ist die Inbesitznahme und der Konsum in einer Welt, die zerrissen wird von zwei gegensätzlichen Befriedigungszielen. Diese Ziele sind zum einen das historische Streben nach Dingen und zum anderen das historische Streben nach Bindungen. Das historische Streben nach Dingen vollzieht die Legende vom König Midas. Er geht durch die Lande und macht sie leblos, bis das Subjekt, das sie betrachtet, selbst leblos wird. Alles ist Gold, alles ist ein Ding, bis kein Leben mehr bleibt. Das historische Streben nach Bindungen hingegen will Gemeinsamkeit wiederherstellen. Das heutige Leben ist amphibisch, wir können das nicht leugnen. Wir bewegen uns jeden Tag auf beiden Wegen. Aber am Ende fällt doch die Guillotine und einer der Wege gewinnt. Weil diese Wege unvereinbar sind und auf weit voneinander entfernte Ziele zusteuern. Die Völker mit lokalen gemeinsamen Wurzeln kennen diesen Unterschied gut und geben Dinge her, um ihre Bindungen zu bewahren. Beispielsweise das Feiern, das Ritual. Massengesellschaften geben hingegen Bindungen her, um Dinge zu erwerben. In der Welt des Dings gibt es den Tod nicht. Dort glaubt man nicht an den Tod, denn um an den Tod zu glauben, muss man zuerst an das Leben geglaubt haben. Ich möchte ein paar Beispiele anführen, anhand derer ich erkennen konnte, wie sich die zunehmende Exposition durch die Pädagogik der Grausamkeit auf meine Generation auswirkte. Als der Film A Clockwork Orange herauskam, über den ich schon andernorts gesprochen habe, war er der grausamste Film aller Zeiten.
Er basiert auf dem Roman von Anthony Burgess. Den hat er geschrieben, inspiriert von der Gruppenvergewaltigung seiner schwangeren Frau durch amerikanische Soldaten in London während des Zweiten Weltkriegs. Es war auch der am stärksten zensierte Film in der Geschichte des Kinos. Sogar in Großbritannien selbst, wo der Roman entstand und der Film gedreht wurde. Wie der Hauptdarsteller, der britische Schauspieler Malcolm McDowell, in einem Interview sagte, wird der Film heute beinahe als Komödie aufgefasst. Was ist denn in der Zwischenzeit passiert? Was ist mit uns passiert? Warum und wie und auf welchem Weg ist unsere Sensibilität so abgestumpft über 40 Jahre, sodass wir diesen Film gar nicht mehr als so unerträglich empfinden, wie es ursprünglich war? Und die andere Geschichte, die mich auch immer inspiriert, ist die Biografie von Chelsea Elizabeth Manning. Geboren als Bradley Edward Manning in Oklahoma im Jahr 1987. In dieser Biografie können wir einiges ablesen, was uns selbst auch ausmacht und betrifft. In einem in der New York Times erschienenen Interview sagt Manning, dass er von klein auf wahrgenommen hat, dass er in undefinierbarer Weise anders war als andere gleichaltrige Kinder. Trotzdem oder vielleicht auch gerade deshalb und auf der Suche nach einer Normalität entschied sich Manning, Soldat zu werden und in die Fußstapfen seines Vaters zu treten. Sein Vater war Soldat in der US-Armee gewesen und hatte jetzt eine Reparaturwerkstatt für Computer. Und dort wuchs Manning auf, beschäftigte sich viel und oft mit Videospielen. Die Erzählung von Manning und der Journalist in der New York Times schildert, wie er über lange Zeit seines Lebens abhängig war, süchtig war nach Videospielen. Und als das Interview entstand, 8 Tage nachdem er aus dem Gefängnis entlassen worden war, wo er 7 Jahre lang in Einzelhaft gesessen hatte, sitzt er plötzlich vor einer Xbox One, einer Spielkonsole. Als er in die Armee ging, hatte er bereits viele Kenntnisse über Informatik erworben und beschäftigte sich dann in dieser Arbeit mit dem Archivieren von Bildern aus Irak und Afghanistan und den dortigen Invasionen. Später wurde er in den Irak versetzt und eines Tages, als er von einem Stützpunkt zum anderen transportiert wurde, wurde er zum ersten Mal Zeuge eines Feuergefechts auf der Straße. Das überrascht und beeindruckt ihn. Erst in diesem Moment, erst als ich zum ersten Mal in meinem Leben jemanden sterben sah, erzählt er dem Journalisten, wurde mir klar, dass das Menschen waren und dass es Menschen waren, die gestorben sind. Dieser Satz, in diesem Moment habe ich aufgehört, mir Archivbilder anzusehen und Menschen zu sehen. Dieser Satz hat bei mir, Rita Segato, einen enormen emotionalen Eindruck hinterlassen. Wir sehen hier bei Manning eine echte Verwandlung, seine erste Verwandlung. Infolge seiner Sucht nach Videospielen und seiner Unterwerfung unter die von ihnen ausgehende Pädagogik der Grausamkeit, ihrer entempathisierenden, psychopathischen Programmierung, war das Leben für Manning virtuell, zweidimensional, kybernetisch. Endlich öffnet sich nun sein Blick für das menschliche Leben und er schickt dann später Julian Assange das größte von den US-Geheimdiensten stammende Paket vertraulicher Informationen. Die größte Menge an Verschlusssachen erhielt Assange von Manning, der daraufhin zu Einzelhaft in einem Hochsicherheitsgefängnis verurteilt wurde. Eine der letzten Amtshandlungen von Präsident Obama war, ihn zu begnadigen. Als er in die Freiheit entlassen wird, hat er bereits das hinter sich, was ich als seine zweite Verwandlung verstehe.
Er verlässt das Gefängnis als Frau. Ein Weg, ein Übergang zur Sensibilität und Weiblichkeit. Ich glaube, dass diese Geschichte die Themen der Gegenwart in sich vereint. Und in der Figur Manning findet sich das Geheimnis von Programmierung und Deprogrammierung oder, wie ich es vor einiger Zeit nannte, von Deprogrammierung als Verwandlung. Oder ist Manning am Ende ein Wort für den Prozess der Menschwerdung? Pädagogik der Grausamkeit und Männlichkeitszwang. Die Pädagogik der Grausamkeit als Programm der Desensibilisierung vor dem Leben und in dieser Landschaft, in dieser Umgebung, in der wir stehen, in dieser Umwelt, die wir bewohnen, die manipuliert werden kann, fast ohne Grenzen und ohne dass wir Grenzen haben, die Subjektivität überwinden. Da haben wir dann auch die wichtige Methode, nach der Männer geprägt werden, nach denen Muster von Maskulinität, Männlichkeit entstehen und nach dem auch dieses Streben nach Besitz entsteht. Das Paradigma zeigt sich beispielsweise bei privaten und staatlichen Sicherheitsdiensten. Und dafür möchte ich zwei Beispiele anführen. Das Training der föderalen Polizei in Argentinien, nach Erzählung von Miguel Robles, ein hoher Offizier, läuft nach folgendem Muster ab. Es gibt einen Hund, der mit dem jungen Soldaten oder Polizisten zusammenlebt, als Freund, als Begleiter, bis dieser Polizist dann beim Erreichen der nächsten Karrierestufe gezwungen wird, den Hund zu töten. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber es würde tatsächlich passen dazu, wie man bei Menschen inhumane und perverse Züge weiterentwickelt. Das Trauma, von dem der Volkswirt Alberto Acosta aus Ecuador erzählt, geht wie folgt. Als Alberto in seinem Land in der Militärakademie war, da wurden die jungen Männer jeden Morgen dazu gezwungen, auf nüchternen Magen eine rohe Zwiebel zu essen. Gefoltert werden, um zu foltern, den Tod aus der Nähe sehen, um selbst zu töten, das eigene Leiden zu ertragen, sich selbst zur Sache machen, sich aus seinem eigenen Körper verabschieden und sich zu entfremden, um andere zu verdinglichen. Und dann gibt es noch Beispiele von Fernsehserien, die den Tod leichtfertig verleugnen. Ich habe sie selbst nicht ausführlich gesehen, aber die Beispiele sind bekannt, beziehungsweise mir wurden Dinge zugetragen. Game of Thrones. Das teuerste und am meist gesehene Fernsehereignis aller Zeiten, da haben wir eine der zentralen Figuren, Jon Snow. Der stirbt mitten in der Geschichte und in der nächsten Staffel wird er wieder auferweckt. Also den Tod gibt es gar nicht. In den Marvel-Superheld-Filmen vernichtet der Bösewicht die Hälfte der Lebewesen, unter anderem die Hälfte der menschlichen Bevölkerung, aber auch andere Lebewesen auf dem Planeten. Und am Ende der Saga schaffen es dann die Superhelden, dass die gesamte tote Bevölkerung und unter ihnen auch einige Superhelden alle wieder zurückkommen und ins Leben zurückkommen. Sie waren also in Wirklichkeit gar nicht tot, sondern blipped out, ausgeblendet, ausgelöscht und sie können zurückkommen. Also auch hier, den Tod gibt es gar nicht. In Star Wars kehrt, oder zumindest gibt es den bidimensionalen Tod nicht. In Star Wars kehrt Prinzessin Leia in der letzten Folge, der 9. Folge, zurück. Und den habe ich übrigens wirklich gesehen. Genau wie der Imperator Palpatine. Der große Bösewicht, ohne Erklärung aufgrund, einfach ohne Erklärung, nur weil es die Handlung so erfordert. Und so kommen wir zurück zum Nichtglauben, Unglauben an den Tod. Die Pandemie deckt auf, dass man die Kommunikation nicht einfach nur auf die Worte, auf das Bidimensionale reduzieren kann. Wir glauben, dass wir kommunizieren, weil wir sprechen. Aber in diesem Leben, das wir über Videokonferenzen miteinander teilen, da ist das Bild eine zweidimensionale Projektion und die Rede ist im Mittelpunkt.
Aber das ist alles gefiltert über die Audiofunktion unserer Computer. Wir nehmen wahr, dass hier etwas fehlt. Es tritt etwas hervor, das wir vorher nicht kannten. Eine Kopräsenz, eine Co-Körperlichkeit. Und es fehlen uns Dinge. Wir haben plötzlich den Impuls der Masse, irrational und selbstmörderisch und gleichzeitig reaktionär, konservativ, faschistisch. Wir hören nicht auf die Vernunft und darauf, dass wir unseren Körper vernünftigerweise bewahren sollten. Vielleicht, weil dieser Körper uns gar nicht davon überzeugt, dass wir wirklich leben. Wir haben den intensiven Wunsch, uns in der Menschenmenge zu verlieren, gerade um uns lebendig zu fühlen, gerade in dem Moment, wenn die Kontrolle über die Körper doch so schwer fällt. Das Leben und das Dingleben macht es uns unmöglich, solidarisch und altruistisch zu sein. Zur Realität des Feminismus in Lateinamerika, da möchte ich noch abschließend sagen, dass das Ganze zu einer Bewegung geworden ist. Sie ist frei losgelassen auf die Straßen, in jeder Form schön, befreit und mehrdimensional. Warme, nahe, Bindungen fördernde Körper, ein Zustand von Freiheit. Heute, in Zeiten der Pandemie, haben wir dabei Masken auf und dennoch zeigt das Ganze, dass wir einen altruistischen Pakt, ein altruistisches Bündnis haben und dass wir im Angesicht des Todes Leben haben. Ja, terminado. Und jetzt bin ich fertig.